So, und auch damit hätten wir im Prinzip nicht nur eine neue Schaufel kaputt gemacht, sondern auch wieder eine FAQ-Frage mehr oder weniger beantwortet. Haben wir schon einiges jetzt durch, ne? Gastronomie, Getränke und jetzt auch noch Musik und Film. Lieblingsfilm, ja. Was ist denn mein absoluter Lieblingsfilm? Ich finde diese Frage, die ist extrem schwierig, aber wenn ich mich jetzt für eine Filmsaga entscheiden müsste, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, das ist dann so die Star Wars-Geschichte, danach würde ich Star Trek nehmen und dann würde ich vielleicht Herr der Ringe nehmen und danach würde ich Harry Potter nehmen oder so. Also das sind dann so, so diese fünf, so als Filmreihe, ja. So aus dem, ja, fast schon Mainstream-Bereich, wenn man möchte. Aber ich bin ein riesengroßer Star-Wars-Fan. Also ich finde da dieses ganze Star-Wars-Universum absolut interessant irgendwie. Ist logisch, bin ich auch mit groß geworden. Und es ist noch die einzige Filmreihe, da wo ich wirklich so oft gesehen habe. So wie ich auch sage, boah, Mann, Wahnsinn, was ist denn da los? So oft da Darth Vader, also manche Szenen und Passagen, die kann ich schon wirklich mitsprechen. Ja, das ist Wahnsinn. Also, irre. Also, freue ich mich ja wirklich richtig jetzt aufs Kino jetzt noch dieses Jahr, wenn ein neuer Teil rauskommt. Disney hat die Rechte, ich bin mal riesen gespannt, was die da draus machen. Das wird bestimmt richtig geil werden, also freue ich mich. So, ja, was haben wir da jetzt hier? Jetzt erstmal zurück vom FAQ zu Minecraft. Also wir sehen schon, es ist doch schon ein ganz schönes Stückchen, was wir jetzt hier ausgehoben haben. Mag man gar nicht glauben, aber wenn man sich so unterhält, ne, dann und quatscht, dann fällt das gar nicht weiter auf eigentlich, dass man doch schon ein recht großes Stückchen hier geschafft hat. Ich meine, groß ist relativ. Ich meine, das ist das Treppenhaus später mal und wir befinden uns immer noch im Treppenhaus. Also, das ist halt so die Größe des Objektes, wenn man es will, ne. Das ist ja dann noch immer in der Relation. Also, naja, so. Ich quatsch manchmal eine Scheiße zusammen, das gibt's gar nicht. Das sind dann immer so diese klassischen Wortfindungsstörungen, die man hat. So, hier ist irgendwie was schief gegangen. Ach so, weil hier wieder diese Ecke ist. Ja, die muss ich natürlich. Dann, jetzt ist das schon wieder kaputt. So. Ne, so. Aber jetzt habe ich doch so brav erzählt, Leute. Ich glaube, ich kann mir doch jetzt bestimmt noch mal ein Zigarettchen anstecken, oder? Was meint ihr? Kann ich mir das erlauben? Also, wir waren doch jetzt hier wirklich fleißig. Ihr sagt jetzt bestimmt, ja, natürlich, Game Gespenstet, kannst du doch gerne machen. Musst du auch mal von was leben, also. Bist ja so fleißig, hast uns Auskunft gegeben, sagt er jetzt bestimmt, ne? Und dann darf ich mir jetzt eine anstecken und darf eine rauchen. So, dann mache ich das nämlich mal an dieser Stelle. Ich positioniere mich mal hier so irgendwie so richtig cool hier hin. Ne, da sieht blöd aus, weil da guckt man da auf diesen Wald. Ich stelle mich mal lieber hier hin. Und dann gucken wir nämlich mal auf die Fassade, nämlich die erste Etage. Also am liebsten würde ich mit euch wirklich mal eine Wand hochziehen. Wie gesagt, alle Wände sehen ja dann gleich aus. Eigentlich, es gibt ja nur zwei Wände, ne? Es gibt ja im Prinzip einmal nur das Treppenhaus, was ihr jetzt hier gerade seht, in der Zeit, wo ich mir ein Zigarettchen drehe, und einmal die Außenwände. Und die sind ja dann immer gleich, ne? Also es ist ja im Prinzip, es ist ja nicht irgendwie, dass es irgendwie eine Seite sieht anders aus als die andere. Es sieht ja alles gleich aus, auch die, ist ja wirklich symmetrisch auch, wie diese, ja, ich sag immer Schussluken oder Belüftungsklappen, je nachdem, wie man die Sache sieht. Auch die sind ja immer in der gleichen Position. Vorhin hatte ich mich ja kurz verbaut, da wo jetzt da ist ja im Prinzip ein Block nur dazwischen. Das ist auf der großen Wand sind es zwei Blöcke. Deswegen sind auch immer zweier Abstände. Der schlaue Zuschauer, der wird schon gemerkt haben, warum ich dieses gemacht habe. Nämlich, um mich dran zu orientieren, ne? Wo im Prinzip dann die Luft zu fordern ist in dem Bunker drin. Unten natürlich dann nicht, ist ja logisch, weil unten kannst du ja keine Fenster reinbauen. Das wäre ja auch ein bisschen unlogisch, weil da müssen wir mal gucken. Übrigens mal sehen, wie wir die Wände dann auch machen. Da bin ich auch mal gespannt, aus welchem Material. Da müssen wir mal schauen. So, Inventar ist noch ein bisschen Platz drin, also können wir durchaus jetzt hier erstmal reingehen. Erstmal. Ja, und die Frage ist, wie gesagt, wo ich noch große Schwierigkeiten sehe, ist, wie ich in die Höhe komme. Also es bleibt da eigentlich nur die Möglichkeit mit dem Hochbauen. Wobei ich das verdammt belastend finde. Aber ich will es trotzdem natürlich versuchen im Creative. Anders, Quatsch, hier im Survival. Weil ich wollte gerade sagen, weil Creative, das geht ja leider gar nicht. Weil ich habe ja die Cheats auch ausgemacht. Das heißt, ich komme jetzt hier ja gar nicht in den Creative rein. Zumindest wüsste ich nicht wie. Und ich glaube, das geht auch gar nicht. Das heißt, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als sich hochzubauen. Eine andere Möglichkeit sehe ich da auch gar nicht, die ich da jetzt machen könnte. Also da muss ich jetzt durch irgendwie. Nur das sehe ich ein bisschen, ehrlich gesagt, als Schwierigkeit an, das in die Höhe zu ziehen. Also, wenn das schon alleine die erste Etage ist, was wir da sehen, und da folgen noch vier,
Das geht ja bis zu den Wolken hoch, also. Das habe ich vielleicht ein bisschen unschlau überlegt. Also da weiß ich wirklich noch nicht so richtig, wie ich das machen möchte. Und fällst du runter, bist du tot, weil du zu hoch ist. Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob das wirklich drei, sind das jetzt drei oder sind das vier? Also ich glaube, ups, jetzt gehe ich erstmal zurück, weil es wird eh gerade dunkel. Dann kann ich schon mal wieder das Inventar leer machen. Und, cool. Herrlich, 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 herrlich. So, und, ja, und dann bin ich fast am Überlegen, ob ich das einfach mal probieren soll. Ich meine, ich habe da hier so ein Stecken Erde. Ich meine, das sind da immer in 64 Positionen nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich 64 sind, ja. Also, ich kann ja notfalls, kann ich mir ja auch zwei Stecken mitnehmen. Ne, dann hast du, was hast du denn dann? 120, 128 hast du dann, ja klar. Dann hast du dann 128 Blöcke nach oben, aber ich glaube nicht, dass das dann so groß wird, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich packe jetzt erstmal den Bruchstein da rein. Dass wir da nicht durcheinander kommen. Nicht, dass ich aus Versehen den schon wieder andesit hier, guck mal. Ist ja hier, Bruchstein. Also da ist wirklich jetzt einiges wieder dazugekommen. Das heißt, wir brauchen dringend Kohle. Das war hier unseren. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Also wir müssen auch wieder Kohle farmen gehen, Leute. Krasse Sache. Ja, fangen schon die dritte Reihe jetzt hier an. Ja, einen hebe ich mir mal auf hier. Den lasse ich da drin, wie gesagt, für Werkzeuge. Wobei man hier eigentlich das auch austauschen kann. Dann mache ich hier den 64er rein und für Werkzeuge reicht ja der 45er. So, Andesit, Kies, Diorit, wieder Feuerstein und Erde halt. Also ich werde mal zwei Stecken Erde, die werde ich einfach mal hier im Inventar lassen. Die andere Erde packe ich dann hier rein einfach. Die nehmen wir, das kann rein, das kann rein. So. Und der Rest, der kommt hier hin. So, da ist jetzt erstmal wieder ordentlich was dazugekommen an den. Oh, guck an hier, siehst du? Mann, guck dir das mal an hier. Andesit. Da auch schon. Also 1, 2, 3, 4. Und wir fangen jetzt schon den fünften Stecken an. Also auch das sieht wirklich gut aus. Diorit. Ebenso. Also da so langsam, langsam entwickelt sich hier was. So langsam, langsam. Da entwickelt sich so ein bisschen was. Das finde ich ganz gut, dass wir auch ein bisschen was von den anderen, die selteneren Gesteine, sage ich mal, in Anführungsstrichen selteneren Gesteine, uns hier so langsam, ja, benutzen halt, ne? So, das packe ich hier mal rein. Die Axt, die brauchen wir nicht, die verschwendet nur Platz. Ja, Kohle ist nach wie vor hier Mangelware irgendwie. Also, da müssen wir wirklich farmen gehen, da bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Hier, da sind jetzt 8 wieder fertig. Ja, mein Gott, da ja, kommt dann klein die Kohle da noch rein. So, also ich habe jetzt hier mal zwei Stecken mitgenommen, allerdings habe ich jetzt den anderen Stein aber wieder nicht bei. Also ich will das jetzt einfach mal probieren, ich will das jetzt mal wissen. Ich nehme jetzt mal hiervon, nehme ich mir mal zwei Stecken von dem fertigen Stein einfach mal mit. Ich meine, was soll da los sein, was soll da passieren? Oder ich nehme ja gleich mal drei mit, weil auf der Höhe, ich denke, das wird sich da verbrauchen, also auch wenn wir uns, das kann auch durchaus passieren, dass wir uns verbauen. Moment, ich muss mal kurz meine Kippe ausdrücken. So. Ja, dann probieren wir das mal. Aber das mache ich natürlich nicht bei der Nacht- und Nebelaktion. Da gehe ich erstmal pennen eine Runde. Und schmeiß mal eben kurz noch hier den einen Klumpen Eisen, den ich da im Gepäck habe, hier nochmal schnell in den Ofen rein. Der kann da auch erstmal prima schmelzen. Theoretisch hätte ich mir jetzt eigentlich auch eine Eisenschippe wieder machen können oder auch mal eine Eisenspitzhacke. Aber jetzt bin ich jetzt angefixt hier, ne? So, also jetzt gehe ich mal hier einfach mal hin. Ich gucke mir das nochmal vom Weiten an. Vom Weiten sieht es tatsächlich so aus, so wie ob das vier Blöcke sind oder sind das drei. Also es müssen eigentlich drei sein. Warum sind da jetzt aber vier? Habe ich mich da etwa verbaut? Ich weiß es nicht. Also wir machen das mal von außen. Ich glaube, das ist am cleversten. Notfalls ist der Fall auch nicht so ganz so wehtuend mäßig. So, das heißt also, ich nehme das jetzt mal weg hier. Dass wir mal so ein bisschen Platz haben. So vielleicht. Naja, es bringt nicht viel, aber ein bisschen. So, also das ist das Guckloch. So ist es auch auf dem Foto. So, dann ist hier eins und zwei und der dritte ist frei. Und jetzt haben wir hier. Moment, weißt du was? Ich baue mich jetzt hier einfach mal hoch. Und zwar direkt da drunter. So, also hier. Nö, das mache ich hier auf den hier. Und jetzt probieren wir das mal. Also, seht's mir nach, Leute. Ich stelle mich hier ein bisschen ungeschickt wahrscheinlich an. Das müsst ihr mir nicht verübeln. Zwei, drei, da siehst du, sind vier, habe ich doch gesagt.
Das dürfen aber gar nicht vier sein, es dürfen nur drei sein. Das heißt, der muss weg, der ist zu viel. Weil da kommt jetzt die nächste Etage hin. Das heißt, der muss weg. Siehst du, das passiert, wenn man nicht aufpasst. So, und hier natürlich genau das Gleiche. Auch der muss weg. So, und jetzt geht die Sache nämlich auf. Und es ist nämlich nur Zweier. Ich habe auf dem Foto geguckt. So, das bedeutet, ich muss mich jetzt erstmal weiter nach oben buddeln. Eins. Oh Gott, hier, wird der schwindelig. Bin ich schwindelfrei, Leute. Also, wenn ich sterbe, na gut, dann ist halt so, ne? Also, kann ich nichts ändern. So, das heißt, ich nehme jetzt erstmal hier so ein Stacken und jetzt geht es hier eigentlich weiter. Also, das heißt, der kommt hier hin, der kommt dahin, der kommt hier hin, der kommt dahin und der kommt hier hin. So, und genau das Gleiche passiert im Prinzip hier jetzt. So geht das jetzt immer. So, und es müssen immer Dreier sein. Also, das heißt, jetzt ist hier wieder eins, zwei. So, das sind jetzt hier eins, zwei. Jetzt muss ich mich hier wieder hochbuddeln. Wir dürfen jetzt nur nicht vergessen, wie viel wir haben. Also ich glaube, das war jetzt hier der zweite. Ist das richtig? Dann würde jetzt der dritte kommen. Ist das richtig, Leute? Oder ist das falsch? Also ich glaube... Ja. Genau, das sind nämlich drei. Und das jetzt hier wäre jetzt wieder offen. Genau. Eins, zwei, drei. So, einer frei. So. Jetzt muss ich mich wieder nach oben bauen. Das ist jetzt, was war das jetzt? Drei, vier, nee. Oh Gott. Ach, du liebes Bittchen hier, du. Hör doch mal auf hier. Das ist ja Wahnsinn. In so einer Höhe hier zu bauen. Danke, LP, war das bei dir auch so gewesen? Da wird einem ja schwindelig, wenn man hier runter guckt. Wie viel haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei. So, wie viel brauchen wir? Was habe ich gesagt? Eins, zwei, drei, vier. Vier, also noch einmal hoch. Na okay, komm, das kriegen wir doch hin, ohne runterzufallen hier, wenn es geht. Also muss ich mich erstmal wieder hochbuddeln. Dann haben wir nämlich die Höhe. Das wollte ich jetzt einfach mal testen mit euch hier. Nein! Falscher Block, Mensch, das ist doch der Kabel. Ich wollte doch den Cleany nehmen. Da ist der Cleany. Also eins. Kann man ja wieder prima ausrechnen. Das ist jetzt der zweite. Jetzt kommt der dritte. So, und jetzt ist der vierte wieder frei. Nämlich der hier. So. Ein Abstand, das heißt, der kommt dann dahin. Jetzt muss ich wieder noch höher bauen. Und dann haben wir nämlich vier. Gucke ich mir von unten natürlich an. Ist ja logisch. So. Und jetzt, hier wieder... Ach, wieder der falsche Stein. Mein Gott, nee. So. Na, den habe ich nochmal gerade so gekriegt. Zack. Zack. Und zack. Wieder einen rauf. So. 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 Und so. Jetzt müssten das theoretisch vier sein. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem noch nach oben, weil da kommt ja auch noch das Dach hin. Das heißt also, wir müssen sowieso wieder drei hoch. Also eins, zwei. So, das ist eins, zwei. Jetzt noch eine Reihe. So. Genau. Und jetzt würde hier nämlich das Dach losgehen. Das heißt, das Dach... Moment, da muss ich kurz auf ein Foto gucken. Genau, das hat eine Reihe mehr. Das heißt, hier kommt jetzt noch eine Reihe oben rauf. Ja, und schon ist das Ding alle. Nächstes Decken. So. Achtung, ich buddel mich jetzt erstmal runter wieder. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich wirklich auch Vierer habe. Also vier Reihen. Wow. Wow. So. Mach mal da Platz. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Na Mensch, es hat sogar geklappt. So Leute, das ist die Größe, die Höhe von der Mauer. Also so groß wird der ganze Spaß. Es geht eigentlich, ne, wenn man so guckt. Also es ist schon riesig. So, und jetzt müssen wir hier natürlich... Als nächstes müssen wir jetzt hier eigentlich... Das hier auch alles... Wie geht denn das? Ich bin am Überlegen, wie ich das am besten hinkriege. Am cleversten wäre das, wenn ich hier tatsächlich einen Wassergraben lege und dann lasse ich mich einfach immer runterplumpsen. Ich glaube, das ist am besten.
Aber dann habe ich ja dann immer, wenn ich nach oben gehe. Ach nee, ist auch blöd. Hier bleibt uns nichts anderes übrig. Also wir müssen das hier tatsächlich so machen mit der Erde. Andere Möglichkeit gibt es da nicht. Ja, also jetzt muss ich hier... Jetzt können wir hier anfangen. Das hier hochzuziehen. So. Andere Möglichkeit gibt's nicht. Es sei denn, wir würden nochmal neu anfangen im Creative. Dann würde es gehen. Aber das ist ja keine Herausforderung mehr, ne? Das ist ja wirklich im Leben können wir ja auch nicht fliegen, aber da gibt's halt Bagger und Kräne halt, ne? So. Okay. Weiter nach oben. Krasse Sache. Krasse Sache hier. Das wird hier voll der Betonklotz im Prinzip. Der hier dann hier im Wald steht. Ne? Also, da ist schon ordentlich. So schnell verbrauchen sich die Sachen. Aber damit ist auch gleich wieder ein bisschen mehr Abwechslung. Also ihr merkt jetzt schon in den letzten Folgen, dadurch, dass wir jetzt hier ein kleines FAQ gemacht haben, was wir natürlich jetzt immer mal so ein bisschen so einstreuen werden zwischendurch. Und wie gesagt, auch, dass wir jetzt hier so ein bisschen, schon mal ein bisschen Stein wieder verbrauchen, indem wir hier ein bisschen was bauen und nicht nur abtragen, ist auch gleich wieder ein bisschen mehr Abwechslung hier drin. Was natürlich bei diesem Let's Build natürlich auch für euch wahrscheinlich ein bisschen attraktiver noch ist, als immer nur die gleiche Sache zu machen. Für mich natürlich auch, weil ansonsten kriegst du ja wirklich irgendwann mal hier voll das Abbautrauma, wenn man so will. Und da ist das schon in Ordnung hier, glaube ich. Ich bin immer wieder überrascht, wie ist voll krass hier, ey. Das ist ja wirklich, das verbraucht sich aber extrem hier, finde ich. Also ich habe da ja ein bisschen Sorgen, wo wir noch die ganzen Steine herkriegen wollen, aber naja, nur gut. So, und damit hätten wir das auch erledigt. Die Ecke ist fertig. So, dann geht's jetzt erstmal nach unten. 35 Stück haben wir noch. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Können wir gleich nochmal an einer anderen Ecke gucken. Aber wir haben die Höhe. Also das ist schon mal, jetzt wissen wir zumindest, wie hoch der ganze Spaß im Endeffekt dann sein wird. Das ist schon ordentlich. Ja, hier müssten wir theoretisch dann auch noch weiter hochziehen. Wobei ich hier natürlich schon wieder am Überlegen bin, was ist hier schon wieder passiert ist, weil... Weil hier... Ach so, hier haben wir noch gar nicht angefangen, sehe ich gerade. Ja, das können wir ja mal eben noch machen. Das ist es auch noch kaputt, aber ist egal. Wahrscheinlich, also auf dem Foto sieht man es nicht so hundertprozentig genau. Da ist so ein Gitter, glaube ich, gewesen. Wenn ich, übrigens, da fehlt auch noch, sehe ich gerade auf der Seite. Das müssen wir ja dann natürlich auch noch ziehen. Also das wäre jetzt ja theoretisch dann daneben, ne? Ja. Muss ich gleich nochmal gucken. Wie das hier auf der Seite... Das ist voll eng hier. Das ist voll blöd gemacht. Will ich mal eben nochmal schnell mal gucken. Wie viele Blöcke wir Abstand haben? 1, 2. Ja, unten war 2 gewesen, genau. Und dann versetzt halt. Ja. Nochmal gucken. Aber das sollte man eigentlich hinkriegen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja, 2 versetzt, also das heißt, hier wäre dann der nächste. Das heißt, hier kommt ein Block hin. Da oben rauf. Ja, da würde jetzt einer hinkommen. Da würde einer hinkommen. Daneben fehlt jetzt einer. Die Reihe müssen wir dann natürlich hochziehen, ist ja logisch. Genauso wie hier. Und da komme ich jetzt aber gerade nicht ran irgendwie. Und hier müssen wir auch hochziehen. Moment, da brauche ich dann jetzt... Muss ich mich wieder nach oben buddeln. So, das nächste wäre dann hier der. Zack. Dann da einer. Da einer. Jetzt muss ich mich wieder nach oben buddeln. 1, 2 ist richtig. So. Und... Jetzt zieht man den im Prinzip, aber nicht mit dem Stein, sondern mit dem, die beiden hier im Prinzip, hier rüber. So. Und damit haben wir das auch erledigt. Ja, dann würde jetzt quasi wieder 3 reinkommen.
Also wieder hier hinten angesetzt. Eins, zwei, drei. Lala. So, das ist dann ein. Oh Gott. Eins, zwei. Ja, jetzt müsste ich wieder mich nach oben bauen. Da ist die Erde. So, jetzt hier natürlich wieder eine Reihe ran. Ja, das passiert im Creative nicht. Zum Glück war das nicht von ganz oben. Also ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir hier um den Fallschaden so gering wie möglich. Oh, wir haben ja noch nicht mal mehr eine Schippe. Ach nein, das ist ja Scheiße hier. Ah, bin gerade nochmal so rangekommen, okay. Ja, dann müssen wir uns gleich mal eine Schippe holen. Ja, das ist so. Das passt. Krasse Sache, krasse Sache. Boah. Cool. Aber irgendwie cool. Ich freue mich schon richtig, wenn das steht, die Wand. Da freue ich mich schon richtig. So, jetzt haben wir keine Schippe mehr. Warum haben wir denn keine Schippe mehr? Und auch die Dinger hier, die gehen langsam zur Neige. Aber wir haben ja eh keine Steine mehr. Also wir sehen schon. Ich hatte gerade eben so 2,5 Stacks oder 3 Stacks mitgenommen. Und die sind jetzt erstmal weg hier. Dafür haben wir jetzt aber hier wirklich prima, dass wir mal so sehen, wie hoch der ganze Spaß wird. Vierte, dritte, zweite, erste, Erdgeschoss, Kellergeschoss. Also das ist schon ordentlich. Und da kommt natürlich noch das Dach oben rauf. Also da werden wir noch ordentlich Cleanies brauchen, glaube ich. Und jede Menge Kohle. Die 4, die hier im Boden drin liegen oder lagen gerade, die werden da nicht ausreichend sein. So, jetzt brauchen wir erstmal ganz schnell neues Werkzeug. Ich bin fast am Überlegen, ob ich mir jetzt mal. Wir hatten hier noch Eisen gehabt, glaube ich, hier drin. Irgendwas habe ich da gesehen. Hier, 5-mal Eisen ist noch da. Da wäre ich jetzt gerade Enderman. Macht gar nichts. Da werden wir noch mal ganz schnell hier auf die Schnelle. Glaube, ich mache das jetzt einfach mal, dass ich mir jetzt mal hier eine Eisen, ganz luxuriös hier mal so eine Eisenspitzhacke baue. Da haben viele bestimmt schon drauf gewartet, bis ich das endlich mal mache. Und ich werde natürlich noch, ja, jetzt habe ich leider keine Stacks, Dings mehr hier, Stöcker. Wollte ich gerade das nochmal, ja, da sind auch Zähne fertig, prima. Nehmen wir beim nächsten Mal, nehmen wir sie mit. Kein Problem. So. Und trotzdem würde ich gerne, ja, wir brauchen auf jeden Fall Stöcker, das heißt, wir müssen runtergehen. Da kommen wir jetzt, führt kein Weg dran vorbei. So, dann packen wir mal vorsichtig hier unsere Dings wieder rein. Also wir sehen, wir haben schon jetzt ein bisschen wieder was verbraucht. Wir haben jetzt mehr Bruchstein als hier den normalen Cleanstone. Okay, ja, das kann passieren. Die Erde, die packe ich auch erstmal wieder rein. Die brauchen wir an dieser Stelle erstmal nicht. Das können wir ja gerne hier drin belassen, wenn wir wollen. So, eine Schaufel haben wir hier und einmal so ein schönes Dings, aber wir brauchen aus der Kiste hier ganz klar erstmal nochmal hier so 32 von den Teilen hier. Die nehmen wir nämlich jetzt gewiss mit, weil da mache ich mir glaube auch gleich noch ein paar andere Schippen gleich fertig, dass wir nicht schon wieder da draußen ständig was Neues bauen müssen. So, ab, zack, zack, so, da mache ich doch gleich mal noch ein paar normale aus Stein. Und hier, da mache ich mir auch gleich noch ein paar mehr von. Dass wir da schön weiter abtragen können. Ja, so. Prima. So, jetzt regnet das hier. Können wir erstmal eine Runde schlafen gehen? Guten Morgen. So, vielleicht haben wir ja Glück und der Regen hört auf, weil ansonsten müssten wir jetzt im Regen arbeiten. Was da denn los? Was ist denn dit? Fährt der auf ein Dreirad oder was? Kumpel, du bist ja Feuer und Flamme. Und da war gerade eben so ein komischer Hexer gewesen, der hat sich jetzt aber irgendwie in Luft aufgelöst. Keine Ahnung, was da los ist. Was war das denn eben? Ach, jetzt schon wieder das Handy hier. Moment, ich muss mal eben auf mein Handy gucken, nicht, dass ich hier was Wichtiges. Aha, so, okay. So, ja, also es geht jetzt ganz normal weiter. Wir haben ja eh keine Steine, wie gesagt, mehr, die wir verbauen können. Also haben wir zwar schon, aber da warte ich jetzt erstmal, bis wir wieder genügend haben. Und stattdessen mache ich lieber hier ein bisschen weiter. Cool, das ist eine Spinne. Die möchte ich mir gerne mal schnell noch schnappen. Einfach aus dem Grund, weil ich auch hoffe, dass die ein bisschen Spinnseide fallen lässt, dass ich auch mal angeln gehen kann. Ja, die hat ein bisschen was fallen lassen, aber keine Spinnseide, sondern nur ein beschissenes Spinnenauge.
Das brauchen wir erst später für die Tränken. Da sind wir auch noch weit von entfernt. So, es geht jetzt hier runter. Und ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal unsere schicke ja, Eisenspitzhacke hier. Die werden wir jetzt gleich mal probieren. Die geht auch gleich ein bisschen schneller, wie wir sehen. So. Na, Mensch. So geht das. Und dann tragen wir mal den ganzen Krempel hier mal ab. Was wir können, können wir machen. So. Wir brauchen dringend Kohle. Also ich muss wirklich mal so eine Höhlenaktion starten. Bin fast am Überlegen, da wo unser Weizenacker ist, der müsste ja auch mittlerweile wieder fertig sein, der Weizen, dass man da vielleicht wirklich mal eine Runde reingeht und mal ein bisschen Jagd auf Kohle macht. Ich meine, großartig verlieren. Ja, können wir uns verlieren? Das ist eine große Frage. Ich meine, ich könnte ja mich ausrüsten für eine Höhlenaktion. Die Möglichkeit besteht natürlich. Essen habe ich ja noch und ja, Fackeln müsste ich mir noch ein paar machen, aber die könnte ich mir auch in der Höhle basteln. Ja, also da müsste man wirklich mal ein bisschen gucken. Aber ich glaube, das wäre gar nicht mal schlecht, wenn wir das machen würden. Einfach mal so wirklich einen ganzen Klumpen Kohle da mal rausholen, ne? Das war mal eine ordentliche Ladung, die Bruchsteine auf jeden Fall erstmal wieder so schön schmelzen können. Was warm haben wir? Boah. Das ist der Wahnsinn hier. Boah.